Hallihallo und willkommen zu einem ersten Spieler-Review, ist glaube ich von mir, Player-Review, wie auch immer. Es dürfte mein erstes sein, auch in FIFA 14 gesehen, und heute machen wir meinen bisherigen Lieblingsspieler in FIFA 14 Ultimate Team mal, oder nehmen wir mal genau unter die Lupe, und zwar Memphis Depay. 4 Sterne Skillmus, 4 Sterne Weakfoot, hoch, mittel, Arbeitsraten, sein rechter Fuß ist sein starker. Ich habe die Sniper-Karte auf ihm, das heißt, die Ingame-Sets sind etwas anders als die Original aussehen. Ihr habt gesehen, 13 Spiele, 24 Tore oder so aus dem Dreh, 87 Tempo, 73 Schuss, dazu noch 85 Dribbling oder so. Dazu haben wir 69 Abschluss, ist das glaube ich ja, 84 freie Position, 89 Schusskraft. Zusammen mit, wo steht's, 79 Longshots, das heißt quasi 80 Longshots mit 90 Schusskraft ungefähr auf dem Silberspieler mit auf einer 73er Bewertung. Dazu 91 Antritt, er fühlt sich einfach nur unglaublich schnell an und das Beste kommt dann quasi wirklich noch hinterher direkt, 76 Stärke auf einen Spieler, der einen Longshot hat des Grauens, der gut dribbeln kann. Und ihr seht schon, für Silberspieler ist sein 89 Schusskraft gut, das ist jetzt hier nicht ganz so toll, aber seine 89 Schusskraft normalerweise wirklich schwer zu verteidigen oder den Ball mal festzuhalten. Also wenn ihr mit Depay schießt, wie gesagt, also nicht wundern, viele Tore sind natürlich auch vor dem Patch entstanden, das heißt, ein paar seht von gleich von den Finesse-Schüssen halt ein bisschen extrem aus. Aber letztlich gesehen, er hat einen bombastischen Schuss, also seine Schusskraft wirklich phänomenal. Wie gesagt, die Sniper-Karte erhöht ja nochmal seinen Schuss und sein Dribbling, glaube ich, oder so, oder Schuss und Passen, irgend sowas. Und von daher, ja, ist das noch ein bisschen höher. Ich glaube, normal hat er 86 Schusskraft und 75 Longshots oder so, was immer noch über krass ist. Aber wie gesagt, fast 90 Longshots, fast 90 Schusskraft mit 80 Longshots auf einem Silberspieler, der mir von links immer mit rechts reinziehen kann. Also von links, und dann cuttet er rein und schießt mit dem rechten Fuß aufs Tor. Das sieht immer schon mega krass aus bei ihm, dass er halt diesen unglaublichen Schuss hat. Sein Longshot, sein Finesse-Schuss, wie gesagt, ist auch super. Und hier sieht man einfach diese unbändige Schusskraft, die er wirklich ausstrahlt und auch natürlich immer wieder unter Beweis stellen kann. Dazu kommt halt, wie gesagt, dieses Jahr 91 Antritt, ist schon wirklich mal was verdammt Geiles. Er ist, wenn er losritt, ist er mega schnell. Er kann schon mal eingeholt werden von einem schnellen Außen Verteidiger, aber mit seinem Antritt kann er normalerweise auf jeden Fall mal auch einen überholen auf kurze Distanz gesehen, und über das ganze Spielfeld muss man ja meistens mit Depay auch nicht rennen, sondern einen kurzen Antritt, und dann haut er halt mal einen mit sogar dem schwachen Fuß in die lange Ecke. Also die Tore mit ihm waren schon immer ziemlich geil. 4 Sterne Weakfoot heißt auch der, also 4 Sterne schwacher Fuß, ist auch auf jeden Fall zu gebrauchen. Ich meine, das sieht man allein schon in der Szene, links und zack, ab damit in die obere Ecke, keine Chance für den Keeper. Sein rechter Fuß ist natürlich sein großes Ding, das fand ich ein ziemlich geiles Tor, einfach wegen der geilen Vorarbeit vorher von Sig Thorsen, wunderbarer Trickpass und dann auch wieder Depay mit dem Abschluss. Er hat 70 Abschluss knapp, die sind völlig ausreichend für einen Silberflügelspieler. Er ist ja nicht mal Stürmer, er ist ja nur ein Flügelspieler, was aber ich auch froh drum bin, also das Stürmer wäre wahrscheinlich nicht ganz so geil, aber als Flügelspieler ist er halt der perfekte Silberflügelspieler. Er hatte letztes Jahr schon mega geile Werte, und das ist wahrscheinlich eines der schöneren Tore, ne? Er hat letztes Jahr schon geile Werte, dieses Jahr ist, wie gesagt, aber der Monster-Schuss hinzugekommen. Hätte letztes Jahr, glaube ich, 64 Schuss, dieses Jahr 73. Dazu halt jetzt auch, was dieses Jahr wichtig ist, ist Stärke, und 76 Stärke auf einen kleinen, der ist ja halt ziemlich klein, das ist ein Kopfball, ist natürlich nicht so ein ganz großes Ding, aber auf einen kleinen Silberspieler vom Flügel her mit 76 Stärke, das reicht meistens völlig aus. Ich meine, die Außenspieler in irgendwelchen Silberteams, und man kommt meistens mit so einem Team hier, ich habe immer Einzelspieler gemacht, natürlich sind der eine oder andere Goldspieler ist dabei, aber meistens spielt man halt gegen Silberteams, und die haben dann meistens auch eher, wenn überhaupt, schnelle Außenverteidiger, die sind meistens auch nicht so stark, und mit 76 Stärke kommt man auf jeden Fall gegen Silber-Außenverteidiger meistens mehr als zurecht. Also er kann den Gegner schon mal vom Ball wegmasseln da mit seiner Kraft, er kann ihn schon mal wegdrücken mit seinem Ellbogen. Klar, er ist kein Lukaku und kein Benteke, der sich dagegen jeden einzelnen Verteidiger durchsetzt, gegen den man spielen kann, aber ja, es reicht völlig aus, um mit ihm ein paar geile Sachen zu machen. Man sieht auch, sein Antritt ist immer relativ schnell und zügig. Und ja, Finesse-Schüsse sind natürlich auch immer noch was, was er zur Not auch raushauen kann, falls sein Powershot mal nicht so überragend sein sollte. Allerdings habe ich ja gehört, so viel nach dem Patch habe ich nicht gespielt und auch keine Zeit gehabt, schon zu spielen. Ein bisschen habe ich zwar gespielt, aber ich habe gehört, nach dem Patch soll zwar alles noch ziemlich ähnlich sein, wie es vorher war,
Aber es soll vor allem auch so sein, dass der werte der Powerschuss soll noch besser sein als vorher. Der war vorher immer so, ganz okay. Ich meine, mit Deep Bay habe ich ein paar geile gemacht, aber so richtig war er nicht überragend. Und von daher, ja, wenn der Powerschuss noch besser ist als vorher, dann kann man mit Deep Pay wahrscheinlich auch noch ein paar ganz andere geile Sachen ab nächster Zeit dann machen. Ja, 14.000 Münzen hat er mich gekostet. Ich würde es jederzeit, ohne einmal zu überlegen, wieder für ihn bezahlen. Linker Flügel, den man auch sehr. Das sah noch ein ziemlich geiler Trick aus. Und dann hinterher noch einen und dann der Finesse und dann haben wir wieder ein wunderbares Tor. Ja. Also wie gesagt, 14.000 wird immer wieder bezahlen. Er lässt sich auch relativ einfach ja in Hybrids einbauen, wenn man einfach ein paar Strong Links mit niederländischen anderen guten Silberspielen macht. Wir nehmen nur Willems auf links, der 4-Sterne-Linksverteidiger Non-Rare oder Wilhena dahinter oder sonst irgendwen. Das lässt sich ziemlich einfach machen. Und von daher also auch ein Spieler, der generell einfach übermächtige Stats hat für einen Silberspieler. Einen bombastischen Schuss, fantastisch schnell ist, 4-Sterne geben muss, 4-Sterne schwacher Fuß. Was will man viel mehr von einem kleinen Flügelspiel erraten. Quasi mein kleiner persönlicher Mini-Ronaldo mit 4 Sternen Skillmoves, wenn man so will. Mein Silber-Mini-Ronaldo. Nicht ganz so groß, nicht ganz so stark, aber trotzdem mega geil. Und dann mit diesem Tor hier verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Wenn ihr mehr Player-Reviews spielen, lasst mich wissen, ob ihr mehr Player-Reviews sehen wollt. Und kauft euch Deep Pay, falls ihr ein paar Münzen über habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.